Der Herr klärt auf, wenn ein ordentlicher Beamter ins Büro kommt, will er seine Ruhe haben. Herz, Staatsanwalt, das ist ein fideles Gefängnis. Herz, Sie Herr von Nummer 12, Sie sind hier nicht in der Oper, Sie sind in der... Sie sind in einem seriösen Lokal. In einem sehr seriösen Lokal. Hier wird nicht gesungen, hier wird gebrummt. Hätten Sie den Teufel nicht auslassen, war es Ihnen nicht entflattert, meine Herren. Erst der Teufel, jetzt der Schwan. Es muss ein Vogelhändler sein. Fällt nur, dass er nur ein Gestanzl auf einen Rab singt. Amara, ich sing nicht mit dir, ich bin Bess. Ah, trinken, das ist was anderes. Das ist was anderes. Aber ich trink langsam, mein Lieber. Ich trink langsam. Ich weiß nicht, so ein Schligowitz, der macht da gleich einen ganz anderen Menschen aus mir. Warum soll der andere Mensch nicht auch einen Schligowitz haben? Ich bin ja nicht so. Ich gönn jedem, was du hast. Ah, das ist doch herrlich. Das ist ein fideles Gefängnis, ist es. Der fängt schon wieder, der gibt keine Ruhe. Ruhig sein, sag ich, sonst fliegen Sie hier raus. Ja, endlich ist er Staat, der Sängerknabe. Hört sich, man muss nur im richtigen Augenblick seine Autorität einsetzen. Auf den Tisch hauen, wenn es sein muss mit den Schuhen. Ne? Apropos Schuh, also dass der die Stephanus gut schießen kann, habe ich gewusst, aber dass der sehr gut, warum geht der nicht zur Oper? Ja, Bezahlung wird halt realer sein. Aber ich wett mit mir um einen Schligowitz, bis er bis 13 fängt er wieder an. Ich wett. Eins. Zwei, der wird doch nicht abgesagt haben. Halber drei, dreiviertel drei, fünf Minuten vor drei, gewonnen! Ah, wo ist denn mein Lampel? Ich hab's doch gerade da hergestellt. Wo ist der? Da ist sie. So, und jetzt gehen wir Inspektion machen. Gehen wir schauen, was der Herr macht, dem sein Teufel entflattert ist. Thank you.
Olga, du gefällst mir. Ida du. Mein lieber Marquis, reich mir die Hand, du bist ja mein Freund. Wie geht's schon vor? Ja, steck, mein Mann. Ich lebe schon mal in dir. Steck. Haben sie schon wieder einen geliefert. Also so eine Schlamperei, der gehört doch ins Gerichtsmedizinische. Das ist ja offensichtlich ein Büromane. Büromane! Wo hat denn der den Code? Oh! Der Herr Direktor persönlich. Die Zigarren wird konfisziert. Da hat's nicht leicht, was? Herr Direktor, stehen Sie auf. Frische Gefangene sind eingelangt. Das interessiert mich nicht. Herr Direktor, Amtsdiener Frosch meldet sich gehorsamst zum Rapport. Siehst du, was ist denn los? Wer schreckt mich? Verfluchte Champagner. Verfluchter Schliwitz. Sag mal, Frosch, repartiere mir, was gibt's zu Neues? Nichts, würdiger Herr Direktor. Was? Nichts, Beistrich. Würdiger Herr Direktor. Beistrich. Nichts. Nur der Gefangene von Nummer 12 hat einen Beistrich verlangt. Was hat er? Hat einen Beistand verlangt. Will er heiraten? Nein, der will einen auf ein verdammter Schligowitz, das fällt mir heute zu schwer. Was will er denn? Einen Notar. Einen Notar hat er verlangt. Und ich habe ihm einen bestellt. Aha, wie gefällt du denn hier, Frosch, im Gefängnis? Sag mal. Gut. Wirklich sehr gut. Das Einzige, was mich hier stört, sind Sie, Herr Direktor. Darf ich Ihnen den Kragen umdrehen? Was ist denn los? Schleit jetzt, Frosch. Ja, da kann man nichts machen. Sag, hast du nicht gehört? Es hat geklingelt? Schon, aber ich bin drauf gewöhnt. Also geh zum Fenster, schau nach, wer geleitet hat.
Zum Fenster? Geh zum Fenster, Tschernach, wer geläutet hat. Auf innere Fahrt. Also. Auf innere Fahrt. So was. Ja, was siehst du denn? Damen! Damen, vier Damen! Folglich sind's zwei. Sie hat alles doppelt, meine Herren Direktoren. Meistens ist keiner da, hat sind zwei da. Frag, was Sie wollen, frag, was Sie wollen. Was wollt ihr denn? Ich möchte gerne nachkommen. Wer sagt es denn eigentlich? Ida! Herr Direktor, was ist? Sie sagen, Sie sind die Olga und die Ida. Die Olga und die Ida, na, das fehlt noch. Lass die Damen herein, schnell. Der Schnell ist gestorben. Heute Nacht im Schligowitz ertrunken. Die Olga und die Ida, die waren ja noch nie da. Und heute sind schon so Frieden. Jetzt habe ich auch gesungen in der Staatsoper. Wir wollen Ihnen eine Bitte vortragen. So, bitteschön. Meine Schwester hat nämlich gemeint, weil der Herr Chevalier auf dem Ball doch so lieb und galant zu uns ja, war. Ja, Sie sind ja auch allerliebst, ja. Ja, da habe ich mir gedacht, ich möchte Ihnen ein Geständnis machen. Um Gottes Willen, machen Sie mir keine Angst. Was war denn? Ich bin nicht das, was ich scheine. Ach so. Nein. Ja, was Sie sind auch so sehr, sehr lieb. Ich habe heute Nacht ein bisschen hochgestapelt. Ah, Sie auch? Meine Schwester ist nämlich noch gar keine Künstlerin, nicht einmal Elefin, sondern in Diensten beim Herrn von Eisenstein. Ach so, also eine Hausdame. Naja, mehr so als Stubendame. Aber was ein Stubenmädel ist. Was ist denn? Sie sind Stubenmädel und haben sich von mir die Hand küssen lassen? Ja, den Mund ja auch. Na bitte, mach noch nicht ein Aufsehen. Naja, das bleibt unter uns. Ja. Aber da Sie doch meinen gnädigen Herrn sprechen werden, da hätte ich eine große Bitte. Ja, was kann es denn sein? Was ist es denn? Meine Schwester war doch ohne Erlaubnis von der gnädigen Frau in ihrem Abendkleid auf dem Ball. Ja, ja, ja. Ich bitte Sie, ich beschwöre Ihnen, legen Sie ein gutes Wort für Sie ein. Ah, dass er ihr verzeiht. Aber nein! Dass er mir das Kladel schenkt, weil es mir doch gar so gut steht. Ja, sag, augenblicklich entlassen wir jetzt Ihre Herrschaft. Ist doch aber was soll denn ich Sie entlassen, Sie sich das selber? Aha, ja, ich will nämlich unters Theater gehen. Ja, und da haben wir uns gedacht, weil das uns doch der Herr Chevalier behilflich sein kann. Ja. Mich hat auch so ein vornehmer Herr ausbilden lassen. Beinahe uneigennützig, könnte man fast sagen. So, ich soll Sie ausbilden lassen, ja. Na ja, so bitteschön. Haben Sie denn überhaupt Talent? Ob ich Talent habe? Ja. Na, sonderbare Frau. Was mache ich jetzt? Was? Spiel ich die Unschuld vom Lande, natürlich im kurzen Gewande, dann hüpf ich ganz neckisch umher, als ob ich ein Eichkanzel wär. Und kommt ein sauberer junger Mann, so blitze ich lächelt ihn an, durch die Finger zwar nur, als ein Kind der Natur und zack an mein Schnippschürzen an, so wird man schwarzen auf dem Land und folgte mir, wohin ich geh, so dicht nach ihm, sie schlimmer sich, setz mich zu ihm ins Nass und dann und fang nach letzter wenn Sie
Mädchen gewesen. Selbstverständlich werde ich sie ausbilden lassen. Aber wie? Das ist ja eine Schwester von natürlich, mir. Natürlich, ja. Doch, Herr, das ist schon wieder einer draußen. Was wird? Ein besoffener Oberkellner. Ja, der kehrt hierher. Eine Einweisung, wir haben da gar nichts mehr frei. Um Gottes Willen, das ist der Marquis. Das heißt Marqueur. Da darf ich hier nicht sehen. Bitte können Sie uns nicht. Sie müssen sofort verstecken, Gottes Willen. Bitte, wo können wir dich an und unterbringen? Na ja, auf Nummer 13. Wieso ist die Nummer 13 frei? Ja, melde gehorsam, dort sitzt sonst mein Schwager. Ich hab ihm ein bisschen einen Urlaub gegeben. Die haben eine Firmung zu Hause. Der Kleine ist so lieb. Ein fideles Gefängnis! Ist er wieder zurück. Also bring die Damen auf Nummer 13. Ja. Werden Sie eingesperrt? Von mir aus, mach mit Ihnen, was du willst. Mit alle zwei? Aber ja, entschuldigen, meine Damen, das ist ja hier für momentan. Natürlich, wenn mein Schwager kommt, müssen Sie wieder vor. Das war auf! Das ist ein fideles Gefängnis! Moment, da muss ich ja zurückfahren. Was machst denn du da, Leute? Was ist denn? Oh, ich sehe, du bist beim Frühstück. Ja, bitte. Du gestattest du ja einen Mord. Aber selbstverständlich, bedien dich. Mach ganz, als ob du zu Hause wärst. Bitte sehr. Bitte sehr, nicht. Zu Hause? Na, eigentlich bin ich ja jetzt da zu Hause. Ja, das will eher nicht von mir behaupten. Du, gehör auf. Was hast denn du Angst, dass sie dich hier einkasteln wollen? Also, mein lieber Marquis, ich muss ja doch ein Geständnis machen. Es muss ja doch die Wahrheit heraus. Also, ich bin weder Marquis, noch bin ich Chevalier, noch heiße ich Chagrin. Na, geh. Mein Name ist Frank und ich bin der Direktor dieses Gefängnisses. Also, das ist ja ein köstlicher Spaß. Sag mal, bist du doch so besoffen, dass du glaubst, hier Direktor zu sein? Ah, du zweifelst an meiner Wahrheit. Oh, Moment. Kannst dich sofort davon überzeugen. Ja? Herr, komm her, mein Frosch! Pack den Marquis! Was? Pack den Marquis! Ja, den Pocke! Kommen Sie! Segen Sie weg, lassen Sie mich, Sie stinken ja nach Schnaps! Na, wegen Ihnen werde ich Ode Cologne sagen. Soll ich ihn fesseln? Aber nein, es war doch nur ein Scherz. Ein Scherz? Also ah, hast du wieder eine Amnestie. Also geh ihn ab. Also bist du jetzt überzeugt, mein lieber Marquis? Aber geh bitte, lass mich doch endlich mit dem Marquis in Ruhe. Ich bin ebenso wenig ein Marquis, wie du ein Chevalier bist. Wieso, was? Ich komme hierher, meine achttägige Arreststrafe abzubüßen und heiße Eisenstein. Das ist ein ausgezeichneter Spaß. Aber leider stimmt er nicht. Na, geh. Ebenso wie ich dir bewiesen habe, dass ich Frank heiße, kann ich nämlich dir beweisen, dass du nicht Eisenstein bist. Also, auf den Beweis bin ich neugierig. Pass auf einmal, ich habe nämlich Herrn Eisenstein persönlich gestern Abend in seiner Wohnung verhaftet. Ja, war er denn überhaupt zu Hause? Du stell dir vor, der war zu Hause, ja. Er saß mit seiner Frau im Schlafrock beim Souper. Ja, mit seiner Frau beim seiner Frau beim Schlafrock? Ja, sie haben gegessen und gesungen und haben so zärtlichen Abschied genommen, dass ich ganz gerührt war. Zärtlichen Abschied? Ja. Von meiner Frau? Aber nein, von seiner Frau. Seine Frau ist doch meine Frau. Und das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ihr eine Frau habt. Wo ist dieser Eisenstein jetzt? Der sitzt auf Nummer 12. Ich muss hin. Moment, das ist ausgeschlossen. Ohne Erlaubnis scheinen Sie, ist der Besuch von Gefangenen verboten. Aber nein, es tut das nicht. Das ist ein fideles Gefängnis. Herr Direktor, das ist schon wieder eine Tür. Ja, wer denn? Eine Dame. Wie schaut sie denn aus? Das muss eine Markise sein. Die hat den Vorhang los. Sag mal, was sagt sie denn? Sie sagt gar nichts, da habe ich sie ins Sprechzimmer geführt, da wird es dann schon sprechen. Entschuldige, ich muss nur hinausschauen. Na ja, geh jetzt nur, Herr Direktor. Da ist ja noch einer. Also ein anderer wurde agitiert und an meiner Stelle hier eingesperrt. Mein zweites Ich soupiert mit meiner Frau, während mein erstes Ich am Ball war. Ein klarer Fall von Bewusstseinsspaltung. Eins, zwei, Hupferl! So,
Bleiben Sie da stehen, ja? Warum führen Sie mich denn? Na, Sie sind doch blind, Herr. Heißt Sie nur blind, ich bin's ja nicht. So, Sie wackeln aber verdächtig, Herr. Bleiben Sie stehen da, ich hole Ihnen dabei den Eisenstein. Was sagt der Kerl? Er holt Sie sind ja schon da. Ich bin nicht nur da, sondern auch dort. Sie haben mich rufen lassen? Ich hab Sie rufen lassen? Der Herr Amtsdiener sagte ausdrücklich, der Herr von Eisenstein hat mich rufen lassen. Schon wieder dieser andere, das soll verreckt werden. Ich habe eine Idee. Sie müssen mir Ihren Posten abbrechen. Was? Ich brauche Ihren Perücke. Herr Notar, hier ist der Herr von Nummer 12, der was Ihnen zu sprechen wünscht. Herr Notar! Jetzt ist der so blind, dass man gar nicht sieht. Wo ist er? Was? Wie lange kann das dauern? Der stottert. Sie sind ja! Signor! Jetzt können Sie nicht lesen, Rauchen verboten. Vietato, sporgersi nella carrozza. Vietato fumare dalla ritirata. Vietato sputare e cantare in tedesco, Herz. Was ist denn das? Eine Beruhigungspille. Un calmante. Herz, es ist den Beamten strengstens verboten, Geschenke anzunehmen. Außerdem ist er das kein Betrug, Herr. Sag Sie, was sind Sie denn im Zivilberuf? Opernsänger. Opernsänger. Mein Gott. Sie sind ja eher ein Amateur, vergehen. Aber keine Pension. Oh mio tesoro, si kommen den Kerker mich zu retten. Oh namenlose Freude! Ich weiß mir überhaupt keinen Rat. Kalmer, vielleicht weiß der Notar einen. Gut, Herr, Sie sind aber gewachsen, Herr. Stühle, ich hab nichts gesagt. Hinaus. Herr, für einen Stotterer haben Sie eine ziemlich flüssige Aussprache. Sogar verwickelt ziemlich, das muss man eingestehen.
denn so geben Sie zum Protokoll, worin ich Sie verteidigen soll. Ein seltsam Abenteuer ist gestern mir passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig Spessung bin. Ein Glück, dass es gab, sie halten ihn fern. Was kommt denn hier in der Sicht? Sie sollte mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt so mich hin. Ich wollte ihn nicht beleidigen, nein. Ich sollte ihn ja verteidigen. Mein Herr, Doktor, das war's für Gott. Das ist wunderbar, das ist wunderbar. Nur ruhig, Blut, du schmutzst mir die Wut. Aber wenn jetzt ist gut, das ist nicht gut, das ist gut. Das Ganze war ein Zufall, nichts Übles ist passiert. Doch er wird Bekanntes werden, wer ich kompromittiert. Dass ich mich, mein Gatte, für schuldig halten wird. Herr Hemmer, ganz recht, Sie halten sehr schnell. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie soll mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt um mich hin. Ich wollte Sie nicht beleidigen, nein. Ich soll sie wieder verbleiben. Mein Herr, Doktor, das war für Gott, das ist wunderbar, das ist wunderbar. Ruhig, Blut, ich muss sie gut. Was ist denn jetzt nicht gut? Das ist nicht gut, gar nicht gut. Ich bebiet, mir alles zu gestehen und nicht zu übergehen. Kein Detail mehr übersehen, ist einfach geschehen. Was sollen diese Fragen hier? Ich bitte zu gestehen, ist weiter nichts geschehen. Ich frag Sie aufs Gewissen, ist weiter nichts geschehen. Denn alles muss ich wissen, alles muss ich wissen. Mein Herr, es scheint fast, als empfinden Sie für meinen Gatten Sympathie. Drum muss ich Ihnen sagen, ein Ungeheuer ist mein Mann und niemals ich vergeben kann sein treuloschändliches Betragen. Er hat die ganze Folge mit den jungen Damen zugebracht, lebt kindlich und in Freuden, in Freuden. Doch häng ich nicht dem Bösewicht und kommt der Wiener aus. Kratz ich dir ins Gefangen aus und nach und nach, lass mich wegscheiden. Sagen Sie, was soll man tun? Geben Sie uns bitte lang, wie man diese Ema eine Nase drehen kann. Das ist so viel. Was soll das sein? Wahrscheinlich viel. Mein Herr, wozu ich rein? Verzieht, hat ihr Verbrecher, die Strafe bricht herein. Hier stehe ich als Rächer, ich selbst bin Eisenstein! Selbst ist Eisenstein! Selbst ist Eisenstein! Ja, 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 ich bin's, denn ihr Melone, ja, ich bin's, denn ihr Melone, aber
geschlagen. Ha. Du kleines Würchenmacher, du. Meine Uhr. Sie sind Herr von Eisenstein. Jawohl, ich bin Herr von Eisenstein. Und Sie werden mir Satisfaktion geben, und zwar sofort. Nehmen Sie die Hände aus meinem Schlafrock. Ma prima, Sie brummen noch 7 Tage. Ich soll ins Gefängnis, niemals. Nehmen Sie endlich die Hände aus meinem Schlafrock. Ich habe sie nicht drin. Dann stecken Sie sie hinein. Ich sehe, hier hat schon eine kleine Erkennungsszene gegeben. Was? Da wäre Herr von Eisenstein. Brennt darauf in seine Zelle. Zu gehen, bitte. Niemals. Ich gehe nun einmal nicht ins Gefängnis. Wer will mir beweisen, dass ich Herr von Eisenstein bin? Herr Direktor! Was ist denn? Herr Direktor! Die beiden Damen wollen Sie von mir nicht warten lassen, Herr! Wir wollen Sie von mir nicht... Der Herr von Eisenstein! Und meine Gnädige! Aber was kümmert mich dieses Zeugnis? Ich gehe nun einmal nicht ins Gefängnis! No, da werde ich noch einige andere Zeugen hereinrufen! Verzeih deinem Feuer, Gabriel. Du siehst nur, der Champagner war an allem schuld.